Dieter Bohlen zeigte sich bei DSDS nicht gerade von seiner guten Seite. Seit Wochen macht der Chefjuror mit Negativschlagzeilen von sich reden. Lange schwieg er, doch damit ist jetzt Schluss. Dieter Bohlen wehrt sich gegen die Negativschlagzeilen, glaubt nicht jeden Schwachsinn. Als RTL im vergangenen Sommer Dieter Bohlens, 69, DSDS-Comeback verkündet hatte, hatte wohl niemand geahnt, in welche Richtung die finale Staffel verlaufen würde. Schon nach wenigen Folgen fiel der Chefjuror negativ auf, weil er sexistische Aussagen gegenüber Kandidatin Jill Lange, 22, tätigte. Zahlreiche Frauen, darunter auch Jurykollegin Katja Krasavitsch, 26, stellten sich daraufhin gegen Dieter Bohlen und äußerten öffentlich Kritik gegen ihn. Und auch nach dem DSDS-Finale scheint es nicht ruhiger um den 69-Jährigen zu werden. So hieß es zuletzt, Dieter Bohlen habe darauf bestanden, als einziger Star im Finale aufzutreten. Bisher hat der Pop-Titan die Anschuldigungen gegen sich nahezu unkommentiert gelassen. Er wollte die Staffel ohne Drama zu Ende bringen, erklärte er kürzlich. Doch jetzt ist DSDS vorbei, und für Dieter Bohlen gibt es daher nun offenbar keinen Grund mehr, seinen Mund zu halten. Von einem Fan via Instagram auf das Gerücht, er habe keinen anderen Künstler im DSDS-Finale auftreten lassen wollen, entgegnete er mit deutlichen Worten. Glaubt doch nicht jeden Schwachsinn, Fans sorgen sich um den Pop-Titan. Dieter Bohlens Fans sorgen sich nach den vielen Negativ-Schlagzeilen regelrecht um ihn. So schreibt eine Userin unter einem Foto von ihm: Lieber Dieter, wie hält du das alles aus? Ich finde es ganz schlimm, verletzend und beleidigend, was da alles über dich geschrieben wird. Das tut mir richtig leid. Dieter Bohlens Antwort spricht eine deutliche Sprache. Ich habe meine Freunde und nicht alle können einen lieben. Die, die mich nicht mögen, interessieren mich nicht. Der Produzent lässt den Erfolg für sich sprechen. 350 Millionen Streams, wer hat das? Tausende goldene Schallplatten, Anmerkung. D. Red. Etc. Ein paar mögen es. Den Worten fügte Dieter Bohlen zahlreiche lachende Emojis hinzu. Doch ist er wirklich so entspannt? Offenbar ja. Dieter Bohlen stichelt gegen DSDS. Dieter Bohlen scheint den Austausch mit seinen Fans aktuell mehr denn je zu lieben. Er reagierte auch auf weitere Kommentare unter seinen neuesten Instagram-Postings und schoss dabei gegen DSDS. So merkte eine Followerin an, dass die nächste Staffel auf jeden Fall ohne Katja Krasavitsch stattfinden soll, die Rapperin sei wegen ihrer Freizügigkeit völlig fehl am Platz in der Castingshow gewesen. Dieter Bohlens Antwort: Nächstes Mal ne gute Jury. Katja Krasavitsch und Leonie, 25, sollen in der 21. DSDS-Staffel tatsächlich nicht mehr dabei sein. Doch nicht nur die Jury dürfte 2024 wieder mehr nach Dieter Bohlens Geschmack sein. Wäre es möglich, dass er nach Jahren endlich wieder den Siegersong komponiert? Denn seine Lieder, so schreiben es gleich mehrere Fans, seien einfach besser. Und das sieht auch der Pop-Titan so. Normal, meinte er zu der Anmerkung eines Fans nur. You got